Ich habe immer noch ganz rosige Bäckchen und das nicht, weil ich verliebt bin oder weil ich irgendwas Peinliches erlebt habe und deswegen rot anlaufe. Nein, es liegt daran, dass ich gerade zwei Tänze getanzt habe und dann jetzt die Anmoderation mache. Einer davon ist ein Song, der eigentlich ursprünglich mal nur in der deutschen Variante von Just Dance 2021 drin vorgekommen ist. Und zwar die Real Person Version of Juice, kann man das so sagen? Also reale Tänzerinnen und Tänzer haben sich dem angenommen, dem Juice-Song, den ich euch ja schon vorgestellt habe, der ja so ein bisschen fitnessmäßig aufgebaut war, und haben dazu einen tollen Tanz gemacht. Der ist sogar extrem wirklich gut gelungen, meiner Meinung nach. Nur ähnelt der eher einem Workout, wie man meinem atemlosen Geächze hier gerade entnehmen kann. Es war echt anstrengend. Vor allen Dingen war das einer der wenigen Tänze, die ich wirklich mehrere Male tanzen musste, wirklich durchtanzen musste, weil halt einfach so viele Änderungen, so viele unterschiedliche Moves da drin vorgekommen sind. Im Nachhinein ist mir auch klar gewesen, dass es eigentlich auch immer wieder das Gleiche ist. Also der Chorus hat die eigenen Tanzmoves und die Bridge hat die eigenen Tanzmoves und alles Mögliche. Also, aber trotzdem war es halt innerhalb dieser einzelnen Passagen doch ein ziemlich großer Wechsel und deswegen musste ich ein bisschen üben. Aber der Tanz war ja auch auf schwer eingestellt und deswegen sollte ich es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und warum labere ich jetzt eigentlich schon wieder so viel? Wir gucken uns einfach mal den Song an. Ich habe mich natürlich für den Herren in der Dreierrunde da entschieden. VIP Made Juice by Flying Steps Dance. Übrigens, für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe ja gerade eben auch noch gesagt, dass dieser Tanz ursprünglich mal nur für die Deutschen in der deutschen Version von Just Dance vorgekommen ist. Ja, das hat sich allerdings geändert mit dem letzten Season Start. Also Season 1 hat vier Songs aus aller Welt genommen und die für alle zur Verfügung gestellt in Unlimited. Das heißt, auch andere Länder kommen in den Genuss dieses Tanzes. Und ja, wie ich mich dann letztendlich angestellt habe und ob ich genauso überpositiv ausgesehen habe wie diese drei, das sehen wir dann jetzt, ne? Viel Spaß! Blame it on my juice.
DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the pudding. Bei unserem heutigen Spontantanz habe ich mich mal wieder von euch inspirieren lassen. Aus einem der Vorschläge, die in den letzten Videos drin vorgekommen sind, habe ich mir entschieden, diesen hier zu nehmen. Und zwar ist es John Wayne von Lady Gaga. Ein sehr, sehr unterschätztes Album meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist aus Joanne, ne? Aus Joanne. Ein sehr unterschätztes Album, was halt bei Lady Gaga nicht so üblich ist. Also da war sie nicht so diese Abtempo-Nummern. John Wayne war noch eher das Abtempoeste von diesen Nummern, von diesen Titeln auf dem Album. Jedenfalls, der Tanz an sich ist eigentlich ziemlich einfach gewesen. Also mir fiel er jetzt ziemlich leicht, obwohl ich ihn vorher nicht geübt habe, fiel er mir doch sehr, sehr leicht. Aber es gibt ja auch noch eine Extremversion von diesem Tanz. Daran habe ich mich jetzt noch nicht getraut. Ich denke mal, es war ja auch die Normalversion gemeint. Und ja, es kam wirklich sehr, sehr sexy rüber, ne? Also hätte ich ein Dekolleté, hätte ich es gezeigt. Ein bisschen Dekolleté habe ich, ne? Aber nicht so schöne Brüste wie die da in dem Video. Ich sollte es mir vielleicht mal vergrößern. Einfach nur für die Just Dance Videos, weißt? Mehr Klicks durch Busen. Naja, gucken wir uns erstmal John Wayne an und ich lese in der Zwischenzeit, weil wie man sich am günstigsten die Brüste vergrößern lässt, okay? It's like, I just love the cowboy now. Just like, I know it's bad, but I'm just like, can I just hang off the back of your horse and can you go a little faster? 3 a.m. Mustang speeding, two lovers headed for dead end, too fast, hold tight. Through the red lights, hollering over rubber, spinning, big swig, toss another can, too lit, tonight, praying on the moonlight, every John is just the same, I'm sick of their city games, I crave a little real wild mane, I'm strung out on John Wayne. Love junkie on the 3-day
war's vom heutigen Just Dance 2021. Bitte gebt mir eine positive Bewertung, wenn ihr mehr davon sehen wollt und wenn es euch gefallen hat. Und das nächste Mal wird höchstwahrscheinlich wieder ein Special Part kommen. Vielleicht auch erst das übernächste Mal. Denkt dran, es kommen aktuell 3 Wochen lang 2 neue Songs in Just Dance Unlimited rein, beziehungsweise einen neuen und einen etwas älteren, der da wieder erneut hinzukommt. Ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat, warum die irgendwann mal weggenommen wurden oder keine Ahnung, egal. Jedenfalls kommt dann ein Special Part oder ich entscheide mich doch noch, ach komm, heute hast du doch noch mal ein bisschen Bock, wieder Just Dance zu tanzen, dann nehme ich noch was von den paar Tänzen, von den paar Tänzen, die noch übrig sind. Viele sind es nicht mehr. Mir fallen jetzt gerade spontan gerade mal 2 ein, die ich noch nicht getanzt habe. So viele haben wir gar nicht mehr hier bei Just Dance 2021. Wie es dann weitergeht, sehen wir dann. Möchte ich noch nichts zu sagen, weil ich selber noch nicht ganz genau weiß, wie es weitergeht, aber ich habe schon so einige Ideen. In diesem Sinne, macht's gut. Könnt ihr auch mal tanzen und bis dahin viel Spaß und bis bald.